Aber ich kann meine Geschichte doch nicht im Fernsehen erzählen. Überleg doch mal. Dieser Flieger hat vielleicht 2 Millionen Zuschauer. Dein Vater hat recht. Und wenn nur jeder Zweite eine Mark spendet, dann ist das Kinderheim gerettet und du kannst Alexander heiraten. Ich habe mir die ganze Nacht darüber den Kopf zerbrochen, wie wir dich unerkannt in Nicks Zimmer kriegen. Das ist lieb von dir. Aber du brauchst dir doch meinetwegen nicht die Nächte um die Ohren zu schlagen. Ich denke mir schon noch was aus. Das brauchst du nicht. Mir ist nämlich schon was eingefallen. Tim würde Tanja am liebsten den Hals umdrehen. Dieser Neandertaler kann nun mal nicht aus seiner Haut. Trotzdem arbeitest du mit ihm zusammen. Ich benutze ihn. Er sagt, sie hätten Alexander nur verlassen, weil sie ihn gar nicht mehr lieben. Die Vorwürfe, die Ihnen der Vater von Alexander macht, stimmen die, ja oder nein? Jetzt sag doch endlich was! Wie sollen wir Ihnen denn helfen, wenn wir nicht alle hundertprozentig sicher sind, dass Ihre Geschichte stimmt? Hat sie doch nur getan, weil sie ihn liebt. Sie sagen, Ihre Enkeltochter hätte den Alexander verlassen, weil sie ihn liebt? Dann hätte sie ihn doch heiraten können, statt ihn zu verlassen. Das wollte sie doch auch. Ja, aber das ist... Ja, Jessica, sag ihm doch endlich, wie es war. Wenn Jessica so weitermacht, ist die Sache gelaufen. Sag ihm doch, wie es war. Jessica, die Zeit ist reif für die Wahrheit. Schauen Sie, wie soll denn irgendein Fernsehzuschauer auch nur eine müde Mark geben, wenn er sich nicht wirklich hundertprozentig sicher ist, dass alles stimmt? Im Augenblick aussieht, kommen wir nicht weiter. Und ich muss Sie bitten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vorerst mit dem Spenden aufzuhören. Engelchen, mach doch den Mund auf. So ein Mist. Du, ich muss zu meiner Physik AG. Sagst du mir, wie es ausgegangen ist? Ja, das kann ich dir jetzt schon sagen. Es tut mir leid, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Ist ja schon gut, ich weiß auch nicht. Bist du mir böse? Nein, ich muss jetzt gehen. Jessica. Ich sehe Ihre Tränen. Aber da müssen wir durch. Timme? Es ist wahr. Ich habe Alexander verlassen. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihn nicht mehr liebe. Aber wenn das schon die ganze Wahrheit wäre... Aber doch nur, weil sein Vater es von mir verlangt hat. Das heißt, er hat sie unter Druck gesetzt. Wenn Alexander Eva nicht heiratet, dann hat sein Vater nicht mehr genügend Geld, um das Heim zu finanzieren. Das konnte ich doch nicht zulassen. Und Sie verlassen Alexander nur, um das Heim zu retten, stimmt's? Und Alexander? Liebt er denn diese Frau, dieses Mädchen? Dann heiratet er sie nur, weil er auch dieses Heim retten will? Ja, aber es ist keine reine Geldheirat. Sowas würde Alexander niemals tun. Alexander kennt Eva seit frühester Kindheit an. Die beiden mögen sich. Er hat sie sogar mal geliebt. Aber dann geht sie.
Ja, Prozeski. Ja, das ist kein Problem. Ich bin morgen sowieso in der Firma. Natürlich, ja. Wiederhören. Sie sehen, wie verzweifelt ich bin. Verzweifelt, weil sie wahrscheinlich glauben. Verzweifelt auch, weil sie denkt, alle Unterstützung jetzt zu verlieren. Aber das Einzige, was ihr geholfen hat, war die Wahrheit. Und wenn sie mal so zurückverfolgen, mit welchem Schmerz und welcher Wahrhaftigkeit sie gekämpft hat, und wenn sie sich erinnern an die Augen dieses kleinen Jungen und das Heim, dann denke ich, ist es genug Grund zu spenden. Also greifen Sie in das Konto, was immer es hergibt. Hier hast du die Unterlagen. Ich habe alles mit der Agentur besprochen. Lass dich auf keine Veränderung ein. Der Vertrag steht entweder so oder gar nicht, klar? Ja, okay. Sonst noch irgendwelche Fragen? Nee, alles klar. Hallo. Was soll das? Ich habe dir doch verboten, hier anzurufen. Sag mal, bist du nicht mehr ganz sauber? Wie oft soll ich es dir eigentlich noch sagen? Mehr Geld gibt es nicht. Ich habe dich mehr als großzügig bezahlt dafür, dass du so dilettantisch vorgegangen bist. Clarissa ist dir entwischt. Schon vergessen? Da hast du dich getäuscht, mein Lieber. Wenn du im Ernst glaubst, du kannst mich erpressen, dann hast du mich wohl noch nicht kennengelernt. In Liebe, deine Jessica. Für immer und ewig. Hier steckst du. Die Ringe. Du hast eine gute Wahl getroffen. Nicht nur bei den Ringen. Danke, Vater. Hi. Hallo. Hast du was angestellt? Nee. Wieso? Ja, sonst beugst du dich doch immer vor der Hausarbeit. Also entweder du hast ein schlechtes Gewissen oder was auf dem Herzen. Hm? Was passiert? Nein, mir ist bloß langweilig. Ja, dagegen ist Abtrocknen natürlich das allerbeste Mittel. Finde ich aber lieb, dass du mir hilfst. Du musst nämlich nachher noch zum Einkaufen in die Stadt. Soll ich dir was mitbringen? Steffi! Das ist jetzt nicht schlimm. Kann doch jedem mal passieren. Außerdem bringen Schaben Glück. Steffi? Also eins ist klar. Die Entführung geht auf Tanjas Konto. Ich hab's doch gewusst. Wenn ich mich doch bloß erinnern könnte. Vielleicht würde uns das auf seine Spur bringen. Wozu denn erinnern? Tim hat alles gehört. Du musst nur noch zur Polizei gehen. Und dann? Wird man dieses Miststück hoffentlich bis an ihr Lebensende einsperren? Falls sie alles zugibt. Wenn nicht, dann steht Aussage gegen Aussage. Tanja ist eine Lügnerin, das wird sich doch nachweisen lassen. Ohne Beweise bringt uns das gar nichts. Womit wir wieder bei diesem Komplizen wären. Wir müssen ihn unbedingt finden. Bloß wie? Schalten Sie doch einen Privatdetektiv ein. Selbst der braucht einen konkreten Anhaltspunkt, wo er mit der Suche anfangen soll. Tanja ist unsere einzige Kontaktperson. Und die wird uns wohl kaum Hinweise liefern. Jedenfalls nicht freiwillig. Und was ist, wenn sie überhaupt nicht weiß, dass sie uns hilft? Naja, wir schauen uns einfach mal bei ihr um. Vielleicht finden wir irgendwas. Sie meinen, bei ihr einbrechen? Na bitte, also ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat sie das wirklich nicht gestört. Das war einmal. Allerdings, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Wie sollen wir denn unbemerkt in Tanjas Wohnung reinkommen? Na, durch die Tür. Schließlich arbeite ich da. Und wenn Tanja sie nicht alleine lässt oder sie kommt unerwartet zurück? Na, dann beeile ich mich. Oder noch besser. Sie helfen mir beim Suchen. Hm? Jetzt streitet euch doch nicht. Sagt mir besser, was ich früher in so einer Situation vorgeschlagen hätte.
einem Kuss ist doch nicht so schlimm. Sagst du doch jetzt nur, um mich zu trösten. Nein, das sage ich, weil ich dich verstehe. Dennis hat dir geholfen. Die Prozesskis denken nur an sich. Dass es Nick hilft, wenn ich bei ihm bin und mit ihm rede, das ist ihm scheißegal. Und Millie genauso. Also so geht es nicht. Ich werde jetzt mit Millie reden und auch mit Walter Prozesski, okay? Ach, das bringt doch nichts. Der ist total verbohrt. Was ist denn mit der Sache mit Dennis? Ich weiß nicht. Ich bin völlig durcheinander. Was hast du denn bei dem Kuss empfunden? Du brauchst dich jetzt nicht schämen, Kind. Das war sehr schön. Im ersten Moment. Dann habe ich sofort an Nick denken müssen und war total entsetzt von mir selber. Mama, glaubst du, ich habe Nick schon aufgegeben und mich deshalb von Dennis küssen lassen? Ja, das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass du dich wegen der Sache mit dem Kuss so quälen solltest. Du bist im Moment besonders sensibel und brauchst einfach auch mal jemanden, an den du dich anlehnen kannst. Wenn du Nick aufgegeben hättest, dann wärst du jetzt nicht so entsetzt von dir selbst. Du musst jetzt einfach nur ganz fest an seine Genesung glauben und zuversichtlich sein. Das will ich ja. Mein größter Wunsch ist es, dass alles wieder so wird wie früher. Das ist mein Mädchen. Aber es ist so schwierig. Er liegt einfach immer nur da. Ich weiß schon nicht mal mehr, wie er aussieht, wenn er lächelt. Und jetzt darf ich ihn noch nicht mal mehr besuchen. Du, wir haben das Geld. Es haben über 100.000 Menschen gespendet. Das weiß ich doch. Es ist noch viel mehr Geld zusammengekommen. Der Rest soll dem Kinderheim für wichtige Besorgungen geschenkt werden. Walter, ich bin glücklich. Mutter, deine Idee war einfach fantastisch. Aber wo ist eigentlich Jessica? Ist sie nicht mit dir gekommen? Ich dachte, sie wäre längst hier. Ja, die ist bloß im Studio gerannt und danach war sie verschwunden. Ich weiß sie noch gar nichts von ihrem Glück. Wo ist sie denn? Ja, ich weiß es auch nicht, Mutter. Hoffentlich glaubt sie nicht, dass man die Hochzeit von Alexander nicht mehr verhindern kann. Sie wird sich doch nichts antun. Mutter, wir müssen sie sofort suchen. Komm. Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Nichts. Absolut nichts. Alles umsonst. Wahrscheinlich hat sie längst alles verschwinden lassen. Ja, das ist ein Geheimsafe. Sie kommt. Was machst du denn hier? Ich bin gekommen, um mit dir über Linie Clarisse zu sprechen. Dass du der arglosen Clarissa den Geschäftsführerposten abgeluchst hast, ist die eine Sache. Dass du aber versuchst, einen Keil zwischen sie und mich zu treiben, das geht einfach zu weit. Ja, tut mir leid, ich konnte sie einfach nicht abwimmeln. Interessant. Ich weiß, dass du Clarissa nur schaden willst. Und ich werde alles tun, um das zu verhindern. Sehr eindrucksvoll, Charlie. Wenn du fertig bist, kannst du ja gehen. Würdest du Charlie zum Ausgang begleiten? Nicht nötig. Ich finde allein hinaus. Einen schönen Tag noch. Wiedersehen. Na, dich nimmt sicher einiges raus, hm? Ja, diese Tussi ist und bleibt unberechenbar. Aber was soll's. Hi. Hi. Alles okay? Ich wollte nur mal kurz mit dir reden. Klar. Es freut mich, dass du noch mit mir redest. Oder willst du mir schon beibringen, dass du nichts mehr mit mir zu tun haben willst? Nein. Ich wollte dir nur sagen, naja, es war bescheuert von mir gestern einfach abzuhauen. Schwamm drüber. Ist schon vergessen. Das mit dem Kuss, das war ein Ausrutscher.
Das darf nie wieder vorkommen. Dennis, ich habe jetzt ein ganz anderes Bild von dir. Wir sind Freunde geworden und das finde ich toll. Aber etwas anderes als Freundschaft wird es nie sein. Ich liebe Nick. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er wieder gesund wird. Ich darf ihn jetzt nicht im Stich lassen. Hoffentlich bist du jetzt nicht eingeschnappt. Nee, natürlich nicht. Ich möchte, dass wir Freunde bleiben. Daran liegt mir wirklich sehr viel. Mir auch. Das heißt, du verstehst mich? Selbstverständlich. Schön. Schon okay. Also, bis dann. Ciao, Dennis. Das war wirklich verdammt knapp. Glaubst du, sie hat was gemerkt? Nein, die hat uns die Nummer abgekauft. Zum Glück hat Tim so geistesgegenwärtig reagiert. Kompliment, Charlie. Du hast die Situation gerettet. Mhm. Und die Sache hat noch etwas Nützliches. Tanja muss jetzt glauben, sie hätte die besseren Karten gegen dich. Wunderbar. Prost. In anderer Hinsicht leider war die ganze Aktion ein Reinfall. Es war ja auch nicht zu erwarten, dass uns Tanja den Namen ihres Komplizen auf dem Silbertablett präsentiert. Deswegen ist es auch zwecklos, ihre Wohnung nach weiteren Hinweisen zu durchsuchen. Ja. Wir werden uns etwas anderes einfallen lassen müssen. Du hast recht. Wir werden das ganz anders machen. Ich glaube, ich weiß doch schon wie. Das ist knapp aufhört zum Beispiel. Auf. So, gut. Elisa, ne? Ja, kennt er doch nicht. Nein. Gut, das ist Patrick, mein Trauzeuge. Und das ist Lisa, meine Schwester. Freut mich. Hallo. Du, nochmal. Guten Tag. Ah, unsere Gastgeberin, Barbara van Stern. Darf man vorstellen. Annette von Waller-Schönfeld. Sehr freut. Das ist Ludwig von Waller-Schönfeld. Sehr freut. Ja. Wie fühlen Sie sich als Brauteltern? Hält? Was sagen Sie? Ruhig Blut, junger Mann. Es ist nur deine Hochzeit, nicht deine Hinrichtung. Heb dir die Aufregung für die Trauung in der Kirche auf, wenn das große Publikum dabei ist. Aber das ist doch erst morgen. Also, entspann dich wieder. Ich werde es versuchen. Hast du das gehört? So, liebe Gäste, ich denke, wir sollten uns jetzt langsam hineinbegeben, sonst verpassen wir noch den Aufruf, Henrietta. Ja. Aufgeregt? Geht so. Du siehst nicht gerade glücklich aus. Für manche Menschen ist das der glücklichste Tag in ihrem Leben. Ich bin glücklich. Du bist sicher, dass du das willst? Ich meine, du kannst jetzt nochmal drüber nachdenken. Lisa, ich bin sicher. In ein paar Minuten werde ich Eva heiraten, okay? Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Hat Tanja was gemerkt? Von dem Anruf? Nee. Setzen Sie sich nur. Möchten Sie etwas trinken? Ja, danke. Dann schießen Sie mal los. Was haben Sie sich denn ausgedacht? Nun, es... Danke. ...wird Ihnen jetzt vielleicht etwas ungewöhnlich vorkommen. Wir werden versuchen, einige Dinge direkt von Tanja zu erfahren. Und zwar damit. Mit einer Wanze? Ja, oder haben Sie eine bessere Idee, wie ich Tanja überführen könnte? Nee, habe ich nicht. Ja, ich kann ja verstehen, dass Sie davor zurückschrecken. Und mir widerstreben solche Methoden auch zutiefst. Nur,
Ich sehe es als einzige Möglichkeit an, Tanja zu überführen. Ja, denken Sie doch nur mal an die Sache mit der Wohnung. Hätten Sie keine Lust, dieser Intrigantin endgültig das Handwerk zu legen? Ihr Komplize kann sich jeden Augenblick wieder bei ihr melden. Und damit hätten wir sie festgenagelt. Vergessen Sie nicht, sie hat Ihnen ebenso geschadet wie mir. Dennis. Hi. Was willst du denn hier? Ich meine, wir haben doch nach der Schule alles besprochen. Ich weiß. Darf ich trotzdem reinkommen? Nur ganz kurz, ich bin auch gleich wieder weg. Ja, klar. Ich wollte dir kurz was geben. Eine kleine Überraschung. Als Zeichen dafür, dass ich mich nicht zwischen dich und Nick drängen will. Dennis. Mach's auf. Das hätten wir gleich so machen sollen. Ist mir erst heute eingefallen. Damit kannst du Nick besuchen, so oft du willst. Danke. Das war's auch schon. Naja, ich gehe dann mal wieder. Wir nur machen. Das weiß ich auch nicht. Könnte sie denn noch hingegangen sein? Vielleicht ist sie jetzt im Kinderheim. Ich ruf gleich noch mal an. Ich hätte ihr gleich folgen sollen, als sie aus dem Studio gerannt ist. Jessica. Kind, da bist du ja. Gott sei Dank, wir haben solche Sorgen um dich gemacht. Wieso bist du denn weggelaufen? Es war alles so, so sinnlos. Eben nicht. Wir haben das Geld. Hast du gehört? Das Kinderheim ist gerettet. Du kannst Alexander heiraten. Was? Ich fürchte, das werden wir nicht mehr schaffen. Alexander hat so gut wie ja gesagt. Das kann nicht sein. Ja, dann los! Wo willst du denn hin? Zum Standesamt natürlich. Mutter, das ist keine schlechte Idee. Ja. Was habt ihr vor? Das wirst du gleich sehen. Und merk dir, ein Prozeski gibt niemals auf. Lass. Ja, kommt. Schön, dass wir alle gekommen sind, um diese Hochzeit zu begehen. Damit wir der Feierlichkeit des Augenblicks gerecht werden, bitte ich Sie, verehrte Gäste, sich zu erheben. Wollen Sie Alexander Maximilian Hieronymus, so ist sein Großvater, Gregor von Deinburg-Thalbach, die Ehe mit Eva Marie Elisabeth von Waller-Schönfeld. Halt! Sofort aufhören! Das ist die falsche Braut. Das hier ist die Frau, die Alexander liebt.